Was ist die nervigste WhatsApp-Gruppe, die du auf deinem Handy hast? Die nervigste? Ja. Die Fußballgruppe von meinem Sohn. Training fällt aus, Training, der kommt nicht, der Spieler kommt nicht, klingelt ungefähr jedes Mal, also die ganze Woche kontinuierlich durch. Wir brauchen das, wir müssen dahin fahren, wer fährt mit, der hat ein T-Shirt liegen lassen, also. Anstrengend. Anstrengend. Aber wenigstens stumm geschalten dann, oder? Ja, das ist schon stumm geschalten. Die Montagsmaler-Gruppe in Düsseldorf. Montagsmaler? Mhm. Da wird zweimal die Woche Fußball gespielt, sind etliche Ex-Eishockeyspieler drin. Da vergeht, glaube ich, kein Tag, wo kein Video, kein Foto, kein Spruch drin ist. Wir haben eine Hochzeitsgruppe gehabt, die haben wir jetzt nicht mehr. Da ist darum gegangen, welche Einlage wir auf einer Hochzeit machen. Und dann haben halt ewig lang vogelwilde Ideen rausgekommen und am Schluss ist gar nichts geworden. Was ist die nervigste WhatsApp-Gruppe, die du auf deinem Handy hast? Die nervigste ist die Off-Season-Workout-Gruppe. Was kommt da rein oder was wird da gemacht? Ja, erstmal ist sie im Sommer aktiv. Aha. Im Sommer haben wir natürlich alle gern unsere Ruhe. Ja. Aber da werden dann immer Workouts gepostet, was dann so anstehen. Und dann denkst du schon beim Aufstehen schon. Geht schon wieder los. Also wenn ich eine Gruppe löschen könnte, wäre es diese wahrscheinlich. Also ich habe alle Benachrichtigungen aus. Alle auf stumm geschaltet? Ja, und ich habe mein Handy auch chronisch im Flugmodus. Also wenn einer was Wichtiges will, zweimal hintereinander anrufen, ansonsten ist Mailbox dran. Also weiß ich in Zukunft auch, wenn ich dich mal erreichen möchte. Das ist nichts Persönliches, aber es ist einfach aus. Ja.